Viel Spaß beim Sport wünscht Zipfer. Runde der Unentschieden. Rapid in Salzburg unbesiegt. EM-Gold für Österreich. Patrick Reiter wird Judo-Europameister. Schumacher vor zwei Ferrari. Berger Dritter im Barcelona-Training. Schönen Abend an alle Sportfreunde in Österreich aus dem Landesstudio in Salzburg und ein herzliches Willkommen natürlich auch den Gästen, die zu uns ins Studio gekommen sind. Erstes Thema, die Gästerunde signalisiert es, ist Fußball. Ich begrüße bei uns Heimo Pfeifenberg von Casino Salzburg. Begleitet von seinem Präsidenten Rudi Quenberger. Nein. Als Vertreter von Grün-Weiß, den ehemaligen, muss ich sagen, wir werden da auch noch zu sprechen kommen, Starverteidiger von Rapid, Robert Petzl. Und in Wien heiße ich Austria-Trainer Egon Cordes. Willkommen. Schönen guten Abend, Herr Cordes. Guten Abend, Robert. Die heute gespielte 31. Meisterschaftsrunde hat es zumindest von der Papierform her in sich gehabt. In Salzburg der Erste gegen den Dritten und in Wien die Austria gegen Innsbruck mit der Hoffnung, die Spitze übernehmen zu können. Schon Stunden vor dem Spiel demonstrieren Rapid-Fans Optimismus und Macht. Zu wenige Eingänge sind beim Stadion offen, dadurch kommt Hektik auf. Die Polizei kann allerdings Ausschreitungen verhindern. Die Stimmung im Stadion überträgt sich leider nicht auf das Spiel. Von Salzburger Festspielen ist diesmal nichts zu sehen. Die Hektik dominiert. Dietmar Kübauer, der überragende Spieler, Rapids, lamentiert zu Recht. Fast jede Attacke an ihm, ein Foul. Die Salzburger übergeben ihn geschickt. Sie können ihn kaum halten. Energisch fordert Rapid-Trainer Dokubil endlich eine gelbe Karte. Und Torchancen sind Mangelware. Christian Fürstaller vergibt die beste der Salzburger. Rapid ist stärker. Michael Hatz ins Außennetz. Zweite Spielhälfte. Sliwowski in den freien Raum. Für Gucki. Über Konrad und auch über das Tor. Matchball für Rapid vergibt dann Markus Pürk. Nach diesem Pass von Herauf. Und Baric zeigt einmal mehr seine Qualitäten als Dirigent. Ob sie wohl für ein Engagement bei den Festspielen reichen werden? Michael Hatz schlüpft durch die Salzburger Abwehr und Konrad. Nach dieser Attacke an Pürk fordern die Rapidler zu Unrecht Elfmeter. Tumult im Rapid-Sektor. Die Polizei schreitet ein und nimmt eine Verhaftung vor. Der Fan versäumt nichts mehr. Das Spiel endet 0:0. Doch der Sieger heißt Rapid. Spieler und Fans feiern den gewonnenen Punkt wie den Meistertitel.
Gegen eine clever spielende Innsbrucker Mannschaft fehlt es der Austria an Spritzigkeit. Die Wiener kommen zwar zu einigen guten Chancen wie hier Flögel, aber auch mit Tiroler Unterstützung reicht es zu keinem Treffer. Der vom Brudlo abgefälschte Ball geht knapp über die Latte. Nach 4 Siegen in Serie mit einem Torverhältnis von 16:2 bleibt die Austria diesmal sieg- und torlos. Mitverantwortlich dafür, Prosenik kommt nicht wie gewohnt zur Geltung. Bei regnerischem Wetter haben auch die Gäste ihre Gelegenheiten. Die beste vergibt Kirchler, dann ein Schuss von Stöger, der Schmölzer einige Probleme bereitet. Probleme hat auch der Unparteiische. Schiedsrichter Schüttengruber wird wegen einer Zerrung vom Innsbrucker Masseur behandelt und nach Rücksprache mit Innsbrucks Trainer im Spiel belassen. Der Herr Krankl wollte nicht weiterpfeifen, ich kann weitermachen, danke. Am Ende gibt es vor 4.500 Zuschauern eine gerechte Punkteteilung. Die Austria bleibt damit als einzige Mannschaft noch ohne Heimniederlage und die Austria-Fans können nach wie vor vom Meistertitel träumen. 0:0 in den beiden entscheidenden Spielen. Die Meisterschaft bleibt spannend wie kaum je zuvor. Heimo, war Rapid heute die bessere Mannschaft auch aus Ihrer Sicht? Ich glaube, wir haben nur erste Halbzeit halbwegs mithalten können und zweite Halbzeit war Rapid klar besser. Also die haben die besseren Torschancen gehabt wie wir. Und wir können letztendlich mit dem Punkt zufrieden sein. Was ist der Grund dafür? Man würde da eigentlich von der Papierform her annehmen, dass man zu Hause in der Situation, in der sich Salzburg jetzt befindet, sein Spiel zumindest auf Gewinn antragen muss. Ja, wir haben uns auch das fest vorgenommen, dass wir eben bissig und aggressiv in das Spiel reingehen. Das ist uns am Anfang nur zum Teil gelungen, aber wir spielen momentan sicher nicht den Fußball, was wir gespielt haben im Herbst und voriges Jahr in die guten Zeiten. Wir spielen fast keine Torchancen heraus. Also das war halt wieder ein Zeichen, der gestern Fürsterl als Verteidiger hat eigentlich die einzige richtig gute Torchance gehabt für uns. Gibt es einen Grund dafür? Ich habe mit Dr. Baric heute lang gesprochen. Er hat gemeint, die Spieler seien einfach überlastet. Es seien zu viele Spiele, wenn man die Nationalmannschaft mit dazu rechnet, zu absolvieren gewesen. Ist das der Grund? Ja, nicht nur das allein. Also sicher, wir haben sehr viele Spiele, aber ich glaube, wir müssen das verkraften. Wir sind alles Profis und wir haben einen großen Kader. Uns sind sicher in der letzten Zeit auch Schlüsselspiele ausgefallen, obwohl das die anderen Mannschaften natürlich auch verkraften müssen, aber bei uns fällt es wahrscheinlich noch mehr ins Gewicht. Und unser Problem momentan ist sicher, in der Mannschaft ist sicher momentan nicht das Feuer, wie es halt da war vorher. Robert, Sie waren zum Zuschauen verurteilt heute, Sie werden es auch in Zukunft sein, wir werden auf Ihr persönliches Schicksal noch zu reden kommen. Ist Rapid aus Ihrer Sicht heute der Meistertitel einen Schritt näher gekommen? Einen Schritt näher sicher, aber es ist sicher noch ein weiter Weg zum Meistertitel. Man darf die Austria nicht vergessen, wir haben die Austria noch im direkten Duell und wenn wir das Spiel verlieren, überholt uns Austria schon. Wie schaut denn die Analyse des heutigen Spiels aus Ihrer Sicht aus? Man könnte jetzt fragen, wieso ist es Rapid nicht gelungen, die Chancen zu verwerten? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, glaube ich, die effektiveren Chancen gehabt, haben die nicht zu Tore verwerten können, haben Salzburg eigentlich über 90 Minuten kontrolliert, haben eigentlich so gespielt, wie wir es immer vorgenommen haben, aus der gesicherten Abwehr, die Salzburger nicht kontern lassen, weil man weiß, dass sie da gefährlich sind. Und ich muss sagen, von uns war es ein sehr gutes Spiel. Herr Präsident Quenberger, Sie waren furchtbar wild nach dem Spiel. Sie waren furchtbar böse. Warum? Nein, ich war nicht wild. Also das ist, ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen, dass Rapid eine gute Mannschaft ist. Nicht nur Rapid, sondern es gibt heute mehrere gute Mannschaften in Österreich. Das hat man ja gesehen, Austria Wien, Sturm Graz, LASK und so weiter. Der Fußball ist in Österreich besser geworden. Und natürlich ist die erste Enttäuschung, wo man seine Emotionen einmal laufen lässt, aber wild war ich sicherlich nicht. Über wen haben Sie sich geärgert? Über Ihre Mannschaft, über den Schiedsrichter, über den Linienrichter? Nein, ich glaube, das kompensiert man sehr viele Dinge, die man während des Spiels glaubt, besser zu wissen oder besser zu können. Und man ärgert sich immer auch über den Schiedsrichter, der sicherlich nichts dafür kann, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Aber das sind Dinge, die eben zusammenkommen nach dem Spiel, aber das sortiert sich dann später wieder. Ist heute eine Vorentscheidung gefallen? Nein, in keinem Fall. Natürlich hat Rapid die besten Karten durch den 2-Punkte-Vorsprung. Aber ich glaube, die Entscheidung, wer österreichischer Meister wird, ist noch lange nicht gewonnen. Ich möchte den Herrn Cordes jetzt mit einbeziehen in unser Gespräch. Herr Cordes, ich nehme an, Sie haben gehofft, dass heute Salzburg gewinnt, Sie auch gewinnen und damit an der Tabellenspitze sind. Das ist richtig, aber ich glaube, wir gucken einfach auf uns selber. Wir haben heute für unsere Verhältnisse nicht so frisch gewirkt.
geistig wie auch körperlich, wie in den vergangenen Spielen. Und kräftemäßig war der eine oder andere überfordert. Aber da kann man mit leben. Ich glaube, letztendlich haben auch die Innsbrucker sich sehr geschickt verhalten, gestaffelt gestanden, im Mittelfeld sehr eng die Räume gemacht. Und wir haben unsere Chancen gehabt mit 3, 4 Möglichkeiten. Und wenn man ein solches Spiel gewinnen will, dann muss man eine solche Chance verwerten. Und dann kann man vielleicht als Sieger vom Platz gehen. Aber letztendlich kann man auch mit diesem Unentschieden ganz gut klarkommen. Nun, auch wenn Sie klarkommen damit, dann muss man doch sagen, dass Sie einen Gegner heute bekämpft haben, der sich in einer schweren Krise befindet. Muss man, wenn man Meister werden will, nicht solche Heimspiele gewinnen? Ja, ich sage das mal anders. Wir haben noch kein Spiel verloren zu Hause. Das ist schon mal eine ganz gute Serie. Ob man jetzt Innsbruck besiegen muss, weil sie interne Probleme haben, hat mit dem Spiel auf dem Platz, glaube ich, nichts zu tun. Sie haben sich heute geschickt verhalten. Sie haben heute das getan, was, glaube ich, eine Mannschaft auszeichnet. Sie haben über 90 Minuten gefightet, haben dagegen gehalten. Und wir haben unsere wenigen Chancen nicht nutzen können. Und letztendlich sind wir auf dem gleichen Wege wie vorher. Wir haben ein Restprogramm, spielen noch gegen alle Beteiligten, die oben sich etabliert haben. Und ich glaube, da können wir aus eigener Kraft alles das erreichen, was wir wollen. Letztendlich entscheiden wir das selbst. Wieso hat eigentlich Torhüter Wolfert nicht gespielt heute, nachdem es geheißen hat, er sei wieder fit? Ja, da wurde viel dummes Zeug erzählt, kann ich ganz sachlich vernünftig hier erklären. Gucken Sie, der ist am Donnerstag zum ersten Mal beim Training gewesen, der Franz, hat jedem die Hand geschüttelt und das war das Training, was so andere festgestellt haben. Ich glaube, das war nicht das, was wichtig ist für ihn persönlich. Ich lasse keinen aufs Feld, der nicht mit der Mannschaft trainiert hat und der Franz, glaube ich, so vernünftig hat das auch akzeptiert, hat eine schwere Verletzung gehabt und nächste Woche werden wir trainieren und dann schauen wir mal, was in den 5, 6 Tagen bis zum nächsten Spiel passiert und dann werde ich mich entscheiden, was dann gemacht wird zum Spiel gegen Mödling. Herr Kortes, schauen wir in Richtung Meisterschaft. Wie schätzen Sie denn die Chancen der Austria etwa in Relation im Vergleich zu Rapid und zu Salzburg ein? Wir haben alle Gegner noch, die wie gesagt oben stehen, da müssen wir noch antreten oder gegen sie spielen. Und wir können aus eigener Kraft alles das erreichen, was dazu nötig ist. Ob wir es schaffen, steht in den Sternen, aber wir werden alles tun, was dafür nötig ist. Wir haben ja große personelle Probleme gehabt durch Verletzungen, durch schwere Verletzungen. Und ich glaube, auch das haben wir ganz gut überbrückt. Und die Mannschaft hat also einen sehr guten Charakter gezeigt. Die jungen Leute, die man eingebaut hat, haben sich in die Mannschaft gefunden. Ich glaube, das ist optimistisch und ich sehe den Dingen ganz positiv entgegen. Herr Bessel, die Chancen von Rapid im Vergleich zu den anderen beiden? Ich glaube, dass wir sehr gute Chancen haben, weil wir doch 2 Punkte vorne sind. Wir haben Austria im eigenen Stadion. Ich glaube, dass wir eigentlich die besten Chancen von alle 3 Vereine haben. Heimer, Salzburg? Ja, wir sind genauso dabei wie die Austria. Und natürlich Rapid hat jetzt 2 Punkte Vorsprung, aber das heißt nicht, wir haben jetzt 2 Heimspiele und die sollten wir da endlich einmal gewinnen. Dann glaube ich, kann das wieder ganz anders ausschauen. Also ich glaube, Casino Salzburg hat nach wie vor sehr gute Chancen. Also die Entscheidung ist noch in keiner Hinsicht gefallen. Na, Gott sei Dank, die Meisterschaft ist bleibt spannend bis zum Schluss und glaube, das ist der Sinn für die Fans und für die Zuschauer. Das belebt den österreichischen Fußball. Schieben wir ein bisschen ein anderes Thema ein. Sie spielen am Dienstag im Cup. Halbfinale gegen Rapid in Wien. Kann man aus dem heutigen Spiel irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Ja, vielleicht haben wir uns auswärts ein bisschen leichter und wir fahren natürlich noch hin, dass wir das Spiel gewinnen, weil wir wollten heuer erstmals in der Clubgeschichte den österreichischen Cupsieg schaffen und das ist unser großes Ziel jetzt natürlich auch. Und wir werden sicher alles versuchen, dass wir unten in Wien gewinnen. Ich darf an dieser Stelle sagen, natürlich, ich nehme an, die Fußballfreunde freuen sich darüber. Wir werden dieses Cup-Halbfinale zwischen Rapid und Salzburg am kommenden Dienstag ab 20.15 Uhr live übertragen. Herr Präsident Quirnberg, ich will Ihnen nicht den Teufel an die Wand malen und ich wünsche dem Heimo, dass das alles eintrifft, was er sich wünscht. Aber was wäre denn, wenn Rapid, wenn Salzburg weder beim Cup realisiert noch in der Meisterschaft. Wäre das die Katastrophe für den Verein? Nein, erstens ist das hypothetisch und zweitens müsste man damit leben. Aber ich glaube, dass, und das hat Heimer auch richtig gesagt, dass wir voll in der Meisterschaft drinnen sind und darüber nachdenken, ob wir jetzt Meister werden oder nicht, ob wir Cup-Sieger werden oder nicht, das tue ich im Moment nicht. Also finanziell wird man sich sicherlich nach der Decke strecken müssen, eben national tätig sein und eventuell im UEFA-Cup, aber das ist keine Katastrophe. Robert Betzel, ich habe es angedeutet, Sie sind
zum Zuschauen verurteilt. Sie sind 29 Jahre alt. Sie haben eine schwere Sportverletzung. Ist es endgültig vorbei mit dem Fußballspielen? Ja, jetzt muss ich sagen, es ist endgültig vorbei. Ich habe gegen LASK eine Viertelstunde gespielt, habe nachher wieder einen Guss im Knie gehabt, war jetzt dann bei meinem Arzt, dem Dr. Ziefka, zu dem, was ich sehr viel Vertrauen habe, und der hat mir abgeraten, dass ich weiter Fußball spiele, und im Sommer ist meine Karriere offiziell zu Ende. Tut das weh, dass man mit 29 Jahren einen derartigen Befund bekommt? Ja, es ist sicher eine Enttäuschung, aber auf der anderen Seite habe ich mich schon irgendwo mit den anfreunden können, weil es eigentlich schon seit längerer Zeit so war, dass ich mir gedacht habe, irgendwann wird es aus sein. Und wie schaut Ihre persönliche Zukunft aus, Ihre berufliche Zukunft? Werden Sie dem Fußball irgendwie erhalten bleiben? Ich werde im Sommer bei Diadora zu arbeiten beginnen und glaube, dass ich da doch mit Fußball doch noch einiges zu tun habe. Nachwuchsarbeit? Momentan nicht, weil ich noch nicht weiß, wie sich das zeitmäßig einteilen lässt, aber momentan noch nicht. Heimhaus, ich glaube, Sie sind gleich alt. Ist das nicht ein fürchterliches Urteil, dass man mit 29 Jahren quasi berufsunfähig ist? Ja, ist der Sport so gefährlich? Ja, auf alle Fälle. Speziell, was ist bei Robert? Ich habe mit Robert 4 Jahre zusammengespielt und er war in Österreich sicher ein klasse Mann, er war in der Nationalmannschaft und auch bei Rapid ein sehr wichtiger Mann. Und wenn du dann mit 29 Jahren aufhören musst, das tut natürlich fürchterlich weh, das ist ganz klar. Bei Robert kommt noch dazu, er ist menschlich auch vollkommen in Ordnung und ich glaube, die jetzige Rapid-Mannschaft könnte einen fitten Robert Petzl sehr gut gebrauchen. Vielleicht auch einen Nachwuchstrainer, Robert Petzl. Es ist sehr wichtig, dass in Nachwuchs gute Leute kommen und vielleicht geht es in Robert zeitlich aus, dann wäre das sicher für Rapid eine sehr gute Lösung, wenn er sich mit Nachwuchs beschäftigen könnte. Wenn es um Ihre Zukunft geht, wird über ganz andere Dinge diskutiert, nämlich um einen möglichen Übertritt in die deutsche Fußball-Bundesliga. Wie schaut es aus damit? Ja, das Interesse von Kaiserslautern ist jetzt wieder größer geworden und der Trainer Rausch hat mir am Dienstag in Graz angeschaut und ich habe dann ein kurzes Gespräch gehabt mit ihm nach dem Spiel, beim gemütlichen Essen, und sie sind eigentlich sehr positiv eingestellt. Jetzt werden wahrscheinlich Verhandlungen geführt, dann mit Casino Salzburg und mit mir, und dann wird man eben sehen, wenn ein lukratives Angebot kommt für Casino Salzburg und von mir, dann glaube ich, werde ich wahrscheinlich in die deutsche Bundesliga wechseln, aber ich möchte dazu jetzt Näheres noch gar nicht sagen, weil die Entscheidung ist lange nicht gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Fans hier ein bisschen ein langes Gesicht haben. Den Präsidenten fragen wir dann gleich anschließend, was er davon hält, und auch den sehr Bundesliga-erfahrenen Egon Cordes. Wir haben ein kleines Porträt über den Heimo Pfeifenberger vorbereitet und ich bitte, das jetzt einzuspielen. Von Heimo Pfeifenberger begann in Zederhaus im Lungau, wenige Kilometer hinter dem Südportal des Tauerntunnels gelegen. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, da spiegelt sich noch heute wohltuend im Wesen des inzwischen 28-Jährigen wieder. Ich bin froh, dass ich so aufgewachsen bin. Wir sind ja eigentlich eine recht eine arme Familie gewesen. Also wir sind sehr viel leisten können, meine Eltern. Die haben sehr viel arbeiten müssen und wir Kinder haben oft nicht einmal gescheiter Spielzeit gehabt. Aber ich bin echt froh, dass ich eben so aufgewachsen bin. Dadurch, glaube ich, kann ich jetzt da meinen Erfolg und eben auch mein Geld, das was ich verdiene, sicher besser umgehen. Nur einen Steinwurf vom Elternhaus entfernt liegt das Zederhauser Alpenstadion. Dort kickte Heimer von Kindesbeinen an, in jeder freien Minute. Im Keller haben wir so einen Hobbyraum gehabt, da hat er schon ein mit den Tennisball so zugeköpft auf die Wand. Und da ist halt allweil am Sportplatz gewesen, ich habe ihn richtig nie woanders zu suchen gebraucht. Ja, wir haben zuerst überhaupt nicht geglaubt, dass überhaupt, also so weit kommt. Das ist da von Zederhaus, so eine kleine Gemeinde, und dass er da so weit kommt, noch haben wir nicht gemacht. Heute lebt Heimo Pfeifenberger mit seiner Familie in Figaun, südlich von Salzburg. In den gemeinsamen Stunden mit Frau und Kindern findet er den Ausgleich zum harten Geschäft als Fußballprofi. Besuche in seiner Heimatgemeinde sind rarer geworden. In Zederhaus schwärmt man aber noch immer in höchsten Tönen vom prominentesten Kind der Gemeinde. Ganz ein netter Mensch einfach war das, von jung auf schon. Ne? Eine gute Erziehung für den Tag aus. Ne? So eine freundliche Ausstrahlung. Ja. Ist halt so natürlich geblieben, trotz sein Erfolg. Dann, wie der Kampfmannschaft gespielt hat, war da einfach, was sie dreimal hintereinander in der Saison über 40 Tore geschossen. Da sind sogar
von Schladming, von der Steiermark, sind sie aufgekommen und noch 10.000 Fußballer zuschauen, weil da hat es immer viel Tore gegeben. Aber wir haben ja nie so ein richtiges, ein gezieltes Training hat es ja bei uns nicht gegeben, bei 10.000. In der Kampfmannschaft auch noch nicht. Wenn es uns zumute war, sind wir nicht an irgendwo, haben wir ein Kissen Bier in der Kabine getrunken oder irgendwas. Das war unser Motto. Die Kameradschaft haben wir gefördert und damit haben wir Erfolg gehabt. Natürlich, das geht jetzt im Profisport nicht mehr, da ist alles ganz anders. Der Kapitän von SV Casino Salzburg hat sich zum abgebrühten Profi gemausert. Dennoch sorgen seine Einsätze im Elternhaus für höchste Nervosität. Das ist echt. Ach, da war Lober. Mit dem Zittern. Bei Ihnen auch? Ja, bei mir ist es ganz schier. Wie äußert sich das? Ja, richtig, mir geht es nicht gut, wenn man so spielt. Überhaupt, wenn ich daheim bin, ist es noch schlechter. Dann zieht er wieder Licht und betet auf das, dass es ihm gut geht. Heimo Pfeifenberger wird nicht nur von Fans umschwärmt, die scharenweise zum Training kommen. Auch Vereine der deutschen Bundesliga werben um den Lungauer. Dein Engagement beim FC Kaiserslautern wird immer konkreter. Ich denke mir auf alle Fälle, ich schaff das sicher und die Kinder schaffen das auch. Und wenn der Heimo das will und er glaubt, dass das für ihn gut ist, dann schaffen wir das sicher alle zusammen leicht. Dominik, möchtest du nach Kaiserslautern? Ja. Warum? Sandra, möchtest du nach Kaiserslautern? Ja. Fällt dir aber nicht so leicht? Nein. Warum nicht? Weil ich jetzt meine Freundinnen und das schon alles hab. Also du würdest lieber da bleiben? Ja. Herr Präsident, die Tochter können Sie sich noch zur Verbündeten machen, aber sonst glaube ich, ist die Stimmung nicht ganz so gut. Ich glaube, nicht nur die Tochter, sondern sehr viele Mitglieder im Alter seiner Tochter, die heute schon weinen, wenn Pfeifenberger uns verlassen würde. Und das ist aber noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, weil Heimo ja nicht nur ein Fußballer ist, sondern Heimo ist zwischenzeitlich auch eine Integrationsfigur geworden für den Fußball, nicht nur für Salzburg, sondern für ganz Österreich. Man erinnert sich an die Spiele im UEFA Cup und in der Champions League, wo man Heimo jubeln gesehen hat und Heimo einfach in Österreich ein unter Anführungszeichen star geworden ist, den man nicht verlieren will. Und wir wissen, dass Heimo unter anderem der Fußballer, aber der in Österreich den Fußballsport wieder nach oben gebracht hat, mit seinem Einsatz, mit seinem Können, mit seinem Vermögen, Menschen zu begeistern. Heimo ist auch ein Schauspieler. Und dann sollten wir uns eigentlich halten. Gibt es Chancen, dass man sie halten kann oder ist innerlich für Sie der Zug bereits abgefahren? Nein, überhaupt nicht. Also solange dass ich noch keinen Vertrag unterschrieben habe beim 1. FC Kaiserslautern, ist das Thema sowieso für mich. Ich habe jetzt einen Vertrag noch bis 1996 und wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich eh in den nächsten 14 Tagen entscheiden, ob ja oder nein. Und natürlich irgendwie tat es mich reizen, auch die deutsche Bundesliga, das ist ganz klar. Das ist wieder ganz was anderes. In Österreich habe ich schon sehr viel erreicht mit Casino Salzburg. Und ich habe in der Champions League gespielt und habe eigentlich sehr viel Erfolg gehabt mit Casino Salzburg. Und die deutsche Bundesliga, das war wahrscheinlich noch der Punkt an mich. Und jetzt werden wir sehen, was uns überrascht. Was könnte oder was wird den Ausschlag geben? Ist es der Vertrag, das Geld? Ist es das Umfeld? Ist es die mögliche Leistungsstärke von Salzburg? Oder ist das alles miteinander? Es muss eigentlich alles passen. Ich habe das mit unserem Präsidenten auch so vereinbart. Es muss für den Verein passen, es muss für mich passen. Und ich muss mich einfach wohlfühlen dann, weil ich möchte nicht nach Deutschland gehen und nach 2 Monaten sagen, warum bin ich gegangen. Wenn ich nach Deutschland gehe, dann muss ich mir das gut überlegen. Und das werde ich mir auch gut überlegen. Und sollte ich dann in Deutschland das nicht schaffen, dann werde ich mir nie einen Vorwurf machen, warum dass ich nach Deutschland gegangen bin. Das ist mein Ziel. Und ich bin überzeugt, sollte ich wechseln, dass ich, wenn ich gesundheitlich, wenn ich keine Probleme habe, dann werden wir wahrscheinlich auch in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Herr Cordes, das ist das Stichwort. Sie kennen die deutsche Bundesliga sehr gut. Wenn Heimo Sie um Rat fragen würde, was würden Sie ihm raten? Ich würde morgen losgehen. Und warum? Ja, ich glaube, der Heimo ist in einem Alter, 29, wo man eine solche Chance, wenn alles stimmt, wie er sagt, mit dem Verein, mit dem Umfeld, Familie, und seine private Einstellung dazu gegeben ist, dann kann ich ihn zu diesem Rat nur zusprechen oder diesem Rat geben,
zu folgen. Und ich glaube, die Bundesliga ist eine Herausforderung für jeden Spieler. Und ich glaube auch, dass der Heimo das in Deutschland packen wird. Wird er möglicherweise dort im weitesten Sinn, nicht jetzt bei Kaiserslautern vielleicht, aber im weitesten Sinn, den Egon Cordes wieder treffen? Werden Sie auch losgehen oder werden Sie in Wien bleiben? Ich gehe morgen erstmal nach Hause, aber nicht in die Bundesliga. Nein, lassen Sie uns ein bisschen die Karten schauen. Wie schaut es denn wirklich aus? Es ist ja bekannt, dass Sie in einer schwierigen Situation sich befinden. Andererseits gibt es einen sportlichen Erfolg. Wie schaut es denn aus Ihrer persönlichen Situation? Möchten Sie, wenn Sie können, aus der Trainer bleiben oder möchten Sie lieber den Hut draufhauen, wie man sagt? Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, dass ich in einer schwierigen Situation bin. Das kann ich nicht bestätigen. Sondern ja, ich lese ab und zu Zeitungen. Ja, Zeitung. Schau fern. Papier ist geduldig und es wird viel erzählt. Ich habe mich mit keinem unterhalten darüber in den letzten mindestens 3 Wochen von der Presse, wie Sie sagen. Und ich werde in Kürze ein Gespräch haben mit dem Präsidenten Mauhardt und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Dann heißt das, entweder man bleibt oder man bleibt nicht. Ich habe meine Bereitschaft, wie auch ja damals der Verein, über einen langen Zeitraum seit Januar das bekundet hat. Ich arbeite gerne mit der Mannschaft zusammen. Das, glaube ich, sieht man, wie sie sich draußen sportlich verkaufen. Was letztendlich dann entschieden wird, werden wir dann in Kürze sehen. Alles ist möglich? Alles ist möglich, ja. Ich bedanke mich, Herr Cordes, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind. Jawohl, danke schön. Schönen Abend. Schönen Abend. Das dritte Spiel des heutigen Tages ging in der Grazer Gruben über die Bühne und knapp an einer Sensation vorbei. Mit nur 10 Mann, Grüneis war bereits nach einer halben Stunde ausgeschlossen worden, geht der LASK bei Sturm in der 52. Minute 1:0 in Führung, Torschütze Linzmeier. Auf dem regennassen Boden beherrschen die Linzer ihren Gegner und liegen nach genau einer Stunde durch einen von Medlitzki verwandelten Elfmeter 2:0 voran. Als Teamspieler Ramusch eine knappe Viertelstunde vor dem Ende den LASK gar 3:0 in Führung bringt, scheint die erste Niederlage der Grazer im Frühjahr besiegelt. Doch vor rund 6000 Zuschauern dreht Sturm das Spiel noch um. In der 80. Minute das 1:3 durch den eben erst eingewechselten Tod. Dann wird mit Steininger der zweite Linzer ausgeschlossen. Im Übrigen bereits die 8. rote Karte, die Schiedsrichter Wieser in dieser Saison zeigt. Gegen 9 Mann gelingt Sturm in der 84. Minute der Anschlusstreffer und Vastic sorgt in der Schlussminute für den noch kaum erhofften Ausgleich. Das erste Unentschieden zwischen Sturm und LASK seit über 11 Jahren und die Grazer sind damit seit 13 Runden ungeschlagen. Robert, ich bedanke mich, wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Zukunft, auch wenn es keine sportliche oder keine leistungssportliche sein wird. Toi, toi, toi. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Pfeifenberger. Auch hoffe ich oder wünsche Ihnen, dass Sie eine weise, richtige Entscheidung treffen. Und auch bei Ihnen, Herr Präsident Quirnberger. Und jetzt gibt es noch etwas zu gewinnen. Ein toller Preis, meine ich, für Fußballfans. Gewinnen beim Zipfer Sportquiz. 2 Eintrittskarten für das Champions League-Finale am 24. Mai in Wien. Die Frage: Welche Mannschaften stehen im Finale der Champions League? Die Antwort: An den ORF 1150 Wien, Kennwaldsport am Samstag, Postfach 11.000. Die Verlosung dieses Gewinnspiels findet am kommenden Samstag in der Sendung Sport am Samstag statt. Tolle Erfolge für den österreichischen Sport bei den Judo-Europameisterschaften. Der Salzburger, besser gesagt Bischofshofener Patrick Reiter, holte sich die Goldmedaille und damit den Europameistertitel. Doris Pöllhuber aus Oberösterreich, die zum ersten Mal an Europameisterschaften teilgenommen hat, die Bronzemedaille, und Thomas Schleicher kämpft morgen um den Einzug ins Finale. Reiter kann nach der Urteilsverkündung kaum glauben, dass sein Traum, die Goldmedaille, wahr geworden ist. Sicher ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt mehrere Jahre hart darauf hingearbeitet habe, endlich in der Weltspitze zu stehen, dann muss ich sagen, ist es mir das mit dem heutigen Erfolg gelungen. Und ich möchte bei diesem Anlass auch mich auch gleich bei meinen Trainern Stefan Würnitzer und Hubert Bauer bedanken, die mit mir den Weg gegangen sind und die mich wirklich optimal unterstützt haben.
Dabei hat dieses Finale in der Klasse bis 78 Kilogramm für den Salzburger gar nicht gut begonnen. Schon nach 16 Sekunden trifft sein Gegner Jamal Bourat aus Frankreich ihn am linken Knie. Reiter kann aber weiterkämpfen, bis zwei Minuten vor Schluss wird für keinen der beiden Judokas eine Wertung gegeben. Und bei dieser Attacke Reiters verletzt sich der Bischofshofener erneut, diesmal am rechten Knie. Der Kampf wird unterbrochen, der österreichische Arzt kommt auf die Matte, untersucht das Knie, speziell das Innenband. Das Knie bereitet mir schon seit mehreren Monaten Probleme und ich habe es aber jetzt zum Glück gut über die Runden gebracht. Ich bin einfach froh, dass es jetzt vorbei ist. Wobei ich einen Moment gespürt habe, dass es wieder ein Schmerz im Innenband gekommen ist. Ich habe geglaubt, vielleicht ist es abgerissen, aber zum Glück war dann doch nichts. Der Doktor hat das kontrolliert und damit war das eigentlich vorbei. Nach dieser erneuten Unterbrechung ist Reiter im Nachteil. Er muss jetzt angreifen, alles riskieren und vor allem seine Spezialität, den Bodenkampf, suchen. Nur so kann er entweder eine Wertung erreichen oder den Kampf durch Schiedsrichterentscheid gewinnen. Reiter erkennt die Situation, greift vehement an und gewinnt schließlich durch Kampfrichterentscheid. Der Trainer haben mir ein Zeichen gegeben, dass ich rein von der Unterbewertung her hinten bin und ein bisschen aufholen muss. Und ich habe mir gedacht, ich versuche einfach alles. Und bin auch auf das nötige Risiko gegangen. Und letztendlich ist es mir geglückt. Die Linzerin Doris Pöllhuber kämpft in der Klasse bis 72 Kilogramm gegen Dian Djurcevac aus Restjugoslawien um die Bronzemedaille. Eine einseitige Angelegenheit. Nach nur 94 Sekunden kann sie ihre Gegnerin lange genug am Boden fixieren und feiert damit einen Ippon-Sieg. Für ihren aggressiven Kampfstil hat sie eine einfache Erklärung. Ich bin zum Kämpfen geboren. Ja, es ist auch sicher mentales Training und es sind nur 4 Minuten Kampfzeit, die muss ich nützen. Wie gesagt, morgen haben wir mit Thomas Schleicher noch die Chance auf eine weitere Medaille. Und morgen geht der 4. Formel 1 Grand Prix dieser Saison in Szene. Fachleute sind sich einig, dass die Rennsaison in der Königsklasse des Autorennsports schon lange nicht mehr so spannend war wie heuer. Die Autos sind annähernd gleichwertig und zumindest 5 Piloten gelten als absolute Siegfahrer. Schauplatz des morgigen Rennens ist die katalanische Hauptstadt Barcelona. Der Name des großen Architekten Gaudi ist in Barcelona allgegenwärtig. Auf der Rennstrecke hört sich die Gaudi auf. Besonders wenn einem der Heckflügel um die Ohren fliegt, wie es Jochen Rindt vor 26 Jahren auf dem alten Barcelona-Kurs auf dem Montjuïc passiert ist. Damals haben die erst kurz davor aufgebauten Leitschienen dem Österreicher das Leben gerettet. Heute wäre es undenkbar, auf einem solchen Kurs zu fahren. Ja, den kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil auf den Kurs bin ich noch öfter gefahren. Seinerzeit, das war natürlich schon ein interessanter Kurs. Auf der anderen Seite, weil es eine richtige Herausforderung war, da herumzufahren.
Seit 1991 fährt die Formel 1 in Montmeló bei Barcelona. Der morgige vierte Saison-Grand Prix, eine Formel 1-Aufführung mit 5 Hauptdarstellern. Einer von ihnen wird morgen wahrscheinlich gewinnen. Weltmeister Michael Schumacher auf dem Benetton-Renault macht mehr Fehler als im Vorjahr und hat auch nicht mehr das überlegene Auto des Vorjahres. Er freut sich aber der besten physischen und psychischen Verfassung. Er weiß, es wird noch eine schwere Saison. Das ist richtig, sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall 3 Spitzenteams, Williams, Benetton, Ferrari, die sehr eng beieinander sind, was man in Imola beim Qualifying halt sehen können. 8000stel zwischen mir und Gerhard Berger. Und das lässt auf eine spannende Saison hoffen, die wir, glaube ich, auch nötig haben. Er macht eigentlich alles richtig. Auf der anderen Seite, wie Sie richtig gesagt haben, hat er Schwierigkeiten im Moment, indem er natürlich ein Auto hat, was nicht so competitive ist. Und da schaut natürlich die Welt ganz anders aus. Er macht jetzt Fahrfehler, die er eigentlich nicht machen sollte. Weil wenn er unter Druck kommt, müsste er genauso cool reagieren, wie wenn er gewinnt. Und das tut er im Moment nicht. Aber ich bin sicher, dass er daraus sehr schnell lernen wird, weil er hat ja auch am Anfang, wie er in die Formel 1 gekommen ist, schnell gelernt, also wird er diese kleinen Defekte auch schnell wieder wegkriegen. Damon Hill auf dem Williams Renault hat sich mit Verzögerung ganz nach oben gearbeitet. Er leistet sich kaum Fehler. Und er meint, im Moment bin ich der WM-Führende. Dafür habe ich hart gearbeitet. Und das werde ich auch weiterhin tun, um an der Spitze zu bleiben. Er hat lange gebraucht, bis er sich hier festfahren konnte. Aber das Unglaubliche an ihm ist, umso mehr Druck er gerät, umso besser wird er. Er ist also sicher einer, der man nicht richtig einschätzt, weil immer wenn es wirklich darauf ankommt, dann stellt er seinen Mann voll und ganz. David Coulthard, eine Entdeckung von Jackie Stewart, ist mit 24 Jahren der jüngste Spitzenfahrer. Und er ist die Faust im Nacken für Damon Hill. Es ist für jedes Team gut, 2 gleichwertige Fahrer zu haben, meint er. Und Damon ist ebenso ein Siegfahrer wie ich. Ist einfach zu analysieren, ist ein junger Mann, der gerade erst in die Formel 1 gekommen ist, aber ein richtiges Feuerwerk abfahrt. Das heißt, er ist sicher einer der talentiertesten jungen Fahrer, die heute hier in der Formel 1 herumfahren. Ich bin auch fast sicher, dass er heuer den ersten Grand Prix gewinnen wird. Der Ferrari-Pilot Charles, ist seit Imola nicht gerade der beste Freund von Coulthard, hat bei 88 Grand Prix Starts noch nie gewonnen. Diese Formel-1-Saison hat sehr gut begonnen, meint Alesi. Ferrari ist wieder im Rennen, das Rennfahren macht wieder mehr Spaß. Das ist es, was die Leute sehen wollen, nämlich spannende Rennen. Ja, und wird es nicht schon langsam Zeit für den ersten Grand Prix-Sieg? Ja, natürlich, meint er, aber ich muss weiter hart arbeiten. Dann werden wir diesen Sieg schon bald erleben. Jeder kennt Alesi, hat aber noch nie den Grand Prix gewonnen. Also wenn man das wirklich brutalst analysiert, hat er auf dem Gebiet noch relativ wenig geleistet, obwohl seine Fahrstil und Car Control sicher einer der besten ist. Aber aus irgendwelchen Gründen kommt er nicht zum Grand Prix-Sieg. Gerhard Berger hat schon 9-mal gewonnen. Mit 35 Jahren ist er in seiner 12. Formel-1-Saison. Ein exzellenter Techniker und motiviert wie zu Beginn seiner Laufbahn. Interessante Saison wird sicher, vielleicht nicht nur für die Weltmeisterschaft, sondern es wird geben ein paar ganz interessante Rennen. Aber die Spitze rückt näher zusammen, das heißt, wenige Fehler werden verziehen in dieser Saison. Ja, momentan gar keiner. Schlechter Boxenstopp oder schlechte Einfahrt zur Box oder irgendwas, hast du schon 3 Plätze verloren. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann einmal so eng war. Speziell im Rennen, im Training, ja, aber im Rennen. Gerhard ist ein Mann, der mit viel Erfahrung absolut seinen Mann stellen kann, es ist überhaupt keine Frage, nur die Schwierigkeit für uns ist, solange das Auto nicht wirklich top ist, können wir auch von den Fahrern nicht das Letzte abverlangen, weil wenn das Auto nicht funktioniert, kann der Fahrer nichts dafür. Das heißt, Gerhard und Alesi werden in Schwierigkeiten kommen oder müssen dann wirklich ihren Mann das erste Mal stellen, wenn unser Auto wirklich competitive ist und dann kommt es eben aufs letzte Zehntel an, die dann der Fahrer selber herausfahren muss. Karl Wendlinger steht mit dem Sauberford momentan im Schatten des Erfolges. Er kämpft in einem momentan nicht konkurrenzfähigen Auto um den Anschluss an die Spitze. Ja, wir sind sicher im Moment nicht da, wo wir sein wollen. Ja, wir haben einige Probleme gehabt am Auto, die zu einem Teil jetzt schon gelöst sind. Das Auto ist sicher besser geworden gegenüber Imola. Und ich habe einige Probleme gehabt im Fahren, ja, wo ich natürlich auch versuche, das Ganze zu lösen und wo ich mir sicher bin, dass es lösbar ist. Ja, ich mein, ich glaube, die Probleme von Argentinien und Imola, die kann ich auf alle Fälle, oder die Zeiten von Argentinien und Imola kann ich auf alle Fälle verbessern.
Barcelona, das ist der vierte Akt der Formel-1-Aufführung 1995. Und der Hauptdarsteller des letztjährigen Stücks bangt um seine Hauptrolle im morgigen Rennen. Ich würde mal sagen, sie sind auf jeden Fall alle schnell und teilweise zu schnell. Und ich kann Ihnen nur einen Rat geben, fahrt ein bisschen langsamer. Ich fürchte, diesen Rat wird niemand ernst nehmen. Wir bleiben ein bisschen beim Thema Formel 1, beim heutigen Abschlusstraining, das wir ja wie gewohnt live übertragen haben heute Mittag, lief es für die beiden österreichischen Piloten unterschiedlich. Gerhard Berger ist vorne mit dabei, Karl Wendlinger kämpft weiterhin mit Problemen. Warum fielen die Ferrari-Piloten heute um je einen Platz zurück? Jean Lese auf den zweiten, Gerhard Berger auf den dritten Platz. An beiden Ferrari vorbei stürmt Schumacher zur Pole Position. Michael hat einen Riesensprung vorwärts gemacht, wir haben am Auto sicher was gefunden von gestern auch heute. Die Zeit war für uns, mit unserem Auto nicht erreichbar. Schade ist nur ein bisschen, weil wir sind immer... Moment, aber die Ferrari haben beide Williams-Piloten geschlagen. David Coulthard und Damon Hill. Und Frank Williams gratuliert Ferrari. Ihr kommt wieder. In Montreal und in Manicourt gibt es schon wieder neue Sachen am Ferrari. Und beide hoffen auf eine gute Weltmeisterschaft. Wir haben eine super Runde gehabt in der zweiten Runde und habe Verkehr gehabt mit einem Simtek, Scadarella. Und da habe ich leider nicht gesehen und ich war dann schnell in Kurven, habe richtig vom Gas müssen. Das hat mir sicherlich 2/10, 3/10 gekostet. Also zweiter Platz war drinnen. Leider habe ich den zweiten Platz nur um ein paar Hundertstel versammelt. Das gleiche wie in Imola, das gleiche wie letztes Jahr gegenüber meinen Teamkollegen. Glück in der Beziehung liegt nicht auf meiner Seite, aber ist nicht so tragisch. Dritter Platz ist gut und wir sind nicht so schlecht unterwegs. Jean Lesi heute um 19.000stel schneller als Gerhard Berger. Das ist der zweite Startplatz. Über die verlorene Pole Position ist er nicht allzu traurig. I fight, but it was very difficult to keep it. Ich habe alles getan, alles probiert, aber es war sehr, sehr schwierig. Immerhin, ich bleibe in der ersten Startreihe. Und wir kämpfen nicht nur gegen die Williams, wir kämpfen um die Weltmeisterschaft, auch der Konstrukteure. World champion, if it's possible. We have a very good team, very good car, so let's work like we did and wait and see. Und jetzt wartet alles auf das Ferrari Teamwork für morgen. Michael Schumacher schafft heute eine unglaubliche Steigerung. 1,9 Sekunden schneller als gestern. Pole Position. Ich bin sehr überrascht über diese großen Abstände, aber ich glaube, wir haben sehr hart gearbeitet über Nacht. Das Auto war sehr schlecht gestern und von daher konnte man auch bessere und größere Veränderungen erwarten. Unglaubliche Verbesserung, kommt die vom Fahrer, vom Auto, von der Strecke? Nein, hauptsächlich vom Fahrwerk und somit dann auch gibt es mir die Möglichkeit, härter zu fahren, schneller zu fahren und doch noch mehr Zeit aus dem Auto rauszuholen. Der Michael Schumacher zaubert immer, wenn er mit dem Rücken ein bisschen an der Wand steht, noch eine Karte aus dem Ärmel. Ja, da scheint immer noch ein Ass übrig zu sein, das ist richtig. Michael, für morgen, Taktik? Taktik wird sein, das Rennen zu gewinnen und die Aussichten stehen ganz gut. Wir haben heute Morgen volle Tanks probiert und sind recht zufrieden. Karl Wendlinger heute leicht verbessert, 20. Startplatz im Sauber. Na, von der Startposition ist es nicht allzu viel gewesen, die Verbesserung. Von der Rundenzeit knappe 1,5 Sekunden. Das ist eigentlich viel, weil alle anderen haben sich auch verbessert und deswegen ist es nicht ausreichend. Die Bremsprobleme von gestern sind weg. Der Wagen ist mechanisch in Ordnung, aber von der Abstimmung her nicht leicht. Ja, mechanisch war es okay, von der Abstimmung war er noch nicht okay. Aber ich meine auch in einem Bereich, wo man sagen muss, es ist nicht allzu schlecht. Ja. Sauber braucht Testfahrten, je mehr umso besser. Ihr werdet hier bleiben in Barcelona nächste Woche und nicht in Ogaro testen. Warum? Ja, weil einfach die Strecken da eine Grand Prix-Strecke ist. Man hat einen besseren Vergleich zu den Zeiten, die man am Wochenende gefahren ist. Und das Ganze gibt ein bisschen mehr Aufschluss über Verbesserungen. Kalle, morgen der 20. Startplatz. Da ist die Luft besonders dünn, vor allem in der ersten Kurve. Na ja, das ist immer so. Da muss man sich halt versuchen einzureihen und durchzukommen. Und das wird auch mein Ziel sein. Können Sie uns garantieren, dass er die Saison bei Sauber zu Ende fährt? Diese Garantie gibt es für keinen Fahrer. Wie lange können Sie garantieren? Nehmen wir es von Rennen zu Rennen. Und Monte Carlo in 2 Wochen? Da wird er fahren, ja. Schumacher ist in Pole Position vor Alesi, Berger, Coulthard, Hill, Irvine, Herbert, Barrichello und dann die beiden McLaren-Mercedes von Häkkinen und Menzel. Formel 1 Grand Prix von Barcelona morgen ab 13.55 Uhr live in ORF 2.
Fast unbemerkt ist in den letzten Wochen an Österreichs Tennishimmel ein neuer Stern aufgegangen. Der Steirer Gilbert Schaller hat sich durch tolle Erfolge auf Rang 26 der Weltrangliste vorgearbeitet. Derzeit ist er in Rom, wo er ab Montag ein weiteres Turnier bestreitet. Solides Grundlinienspiel, Zähigkeit und Ausdauer sind die Stärken des Gilbert Schaller, als dessen Markenzeichen aber auch das unterschätzt werden gilt, wie ein Jugendfreund aus Graz bestätigt. Er hat eine sehr simple Art, Tennis zu spielen. Spielt ein einfaches Tennis, hat eine sehr, sehr geringe Fehlerquote und hat, wenn er am Platz ist, gibt er keinen Punkt auf und er verschenkt nichts. Schon als Kind bevorzugte Schaller defensives Tennis und die Erfolge gaben ihm recht. Mit 15 Jahren war er steirischer Landesmeister der Herren, darüber hinaus oftmaliger österreichischer Jugendmeister und bald auch international etabliert. So führte Schaller als Spring Bowl-Sieger 1986 sogar die Jugendweltrangliste an. Dabei hatte die Karriere des Kantineurssohns aus Bruck an der Mur nicht gerade vielversprechend begonnen. Denn das Talent neben Thomas Muster hatte den Glückwunsch Hals- und Beinbruch einst wohl zu wörtlich genommen. Das war ja eigentlich gar nicht geplant von Haus aus. Tennisspieler wollte Skifahrer werden. Ja, und durch den Unfall, was er da gehabt hat, vielmehr durch den Sturz, dass er sich beide Beine gebrochen hat, ist er dann umgesattelt auf Tennis. Ja, er hat gute Eigenschaften von uns als Eltern mitgekriegt. Ne? Die Geduld. Die Ausdauer vom Vater und mein Dickschädel, wenn er was will, erreicht es. Eigenschaften, die Schaller aber erst umsetzen konnte, als er seine Frau Christine vor 4 Jahren kennenlernte. Erst mit ihr fand der jahrelang stagnierende den ersehnten Weg in Richtung Tennis-Weltspitze. Ich habe immer eigentlich an ihn geglaubt. Für mich war es das kein Märchen. Ich habe immer damit gerechnet, dass er weit nach vorne kommt. Am Anfang hatte ich keine Ahnung vom Tennis. Ich bin dann mit ihm mitgewachsen. Ich habe ihn dann einmal gefragt, und kann man damit auch Geld verdienen? Da war er etwas entsetzt über mich. Aber er war mir sehr sympathisch und wir haben uns dann näher kennengelernt und das hat sich über Monate gezogen und wir haben uns eigentlich gefunden. Das erste Jahr bin ich noch nicht mit ihm mitgefahren, da war ich zu Hause, habe gearbeitet und die Erfolge waren eher mäßig. Er hat seine Vorhand in der Zeit umgestellt, also er wollte auch nicht mehr so viel fortfahren und eine Bekannte von uns hat uns dann gesagt, warum fahrt ihr nicht einmal miteinander, probiert es doch einmal. Ne? Und es ist aber nicht so leicht, weil ich 2 Söhne habe, dann haben wir mit meiner Mutter geredet, die war auch damit einverstanden, dass wir es einmal versuchen und er hat gesagt, er versucht es dieses eine Jahr noch und wenn es in diesem Jahr nicht klappt, hört er überhaupt auf. Ich habe gewusst, dass er gut ist und ich habe ihm Mut zugesprochen, dass er mal bei größeren Turnieren den Einstieg probiert. Das hat er dann auch getan und hat selbst gesehen, dass er nicht so schlecht ist, wie er glaubt. Und er hat lange, ich glaube ein Jahr nachher noch nicht daran geglaubt, er hat eher daran geglaubt, es ist Zufall, dass er so weit gekommen ist. Erst das Jahr darauf, als er sich in den Top 100 bestätigt hat. Dann hat er erst an sich selbst geglaubt. Das war 1993. In diesem Jahr auch der erste bemerkenswerte Erfolg, die Halbfinalteilnahme in Doha, wo Schaller denkbar knapp an Stefan Edberg scheitert. Im Herbst 1994 trägt er dann mit dem Marathonsieg über Filippini maßgeblich zum Davis Cup-Erfolg in Uruguay und damit zum Weltgruppenverbleib Österreichs bei. Und in dieser Saison feiert Schaller seinen ersten ATP-Turniersieg in Casablanca. Und er ist auf Sand beinahe so erfolgreich wie Thomas Muster. In Monte Carlo schlägt er etwa Michael Stich und erreicht dort das Viertelfinale. Und mit dem klaren Sieg in Hamburg über Kafelnikow untermauert Schaller seinen Weltranglistenplatz 26. Bei allen Erfolgen beeindruckt er aber durch außergewöhnliche Bescheidenheit. Er soll bei seiner Bescheidenheit bleiben, er soll bei seinem Spiel bleiben. Er kann, das Einzige, wo er sich wirklich festigen kann, ist durch Leistung. Er ist halt eben nicht der Typ, der groß auftrumpft oder groß Wirbel macht um sich. Er soll seine ruhige Art behalten und soll durch Leistung zeigen, dass er Nummer 2 ist. Das ist viel wichtiger, finde ich. Nummer 1 auch ein Ziel? Möglich. Wenn der Dom aufhört zu spielen. Ja, wir schalten jetzt nach Rom, wo ich Gilbert Schaller begrüße. Schönen guten Abend. Guten Abend. Gilbert, zunächst Gratulation zu den tollen Erfolgen.
vor allem in diesem Jahr, in den letzten Wochen. Bleiben wir kurz bei dieser Aussage Ihrer Frau. Sie können die Nummer 1 werden, wenn Thomas Muster aufhört. Sehen Sie das auch so? Ja, es ist eine schwere Frage, aber so wie der Tom im Moment in Form ist und wer auf Sand spielt, muss er, glaube ich, wirklich aufhören, dass ich dann die Nummer 1 werde. Wie sehen Sie denn derzeit das Kräfteverhältnis Muster-Schaller? Nun ja, auf Sand ist, glaube ich, der Thomas unbestritten die Nummer 1 in Österreich und auch fast schon in der Welt. Und international gesehen ist er auch weit voraus. Er hat schon sehr große Erfolge gefeiert und ich habe eigentlich heuer erst richtig angefangen mit großen Erfolgen. Aber ich versuche ihm, so gut es geht, die großen Erfolge nachzumachen und vielleicht kommt es auch einmal zu einem direkten Kräftemessen. Wo sehen Sie denn selber die Gründe dafür, dass Sie heuer leistungsmäßig so explodiert sind? Ist es ausschließlich Ihre Frau? Nicht nur meine Frau, es bin auch, glaube ich, ein bisschen ich selbst. Und ich habe über den Winter sehr, sehr hart gearbeitet, vor allem im technischen Bereich. Und ich glaube, ich habe mich vor allem von der Grundlinie sehr gesteigert, meine Vorhand stark verbessert. Und das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und das ist dann der nächste Schritt und der wichtigste Schritt, denn heutzutage Tennis spielen können alle und der Großteil wird wirklich nur noch im Kopf entschieden. Sie sind in Hamburg nach einem harten Kampf an Medvedev gescheitert. Er steht im Finale, nachdem er heute Pete Sampras ausgeschaltet hat. Wertet das Ihr Ausscheiden auf in Ihren eigenen Augen? Ja, meine Frau hat nach dem Match zu mir gesagt, so wie der gegen dich gespielt hat, kann er normalerweise gegen niemanden in der Welt verlieren. Und ich bin froh, dass sie bis jetzt recht behalten hat. Und in gewisser Weise wertet es das sicher auf, denn Medvedev hat in den letzten beiden Sätzen gegen mich wirklich sehr, sehr stark gespielt, hat praktisch fehlerlos gespielt und wenn er so spielt, dann können ihn sicher nicht viele auf der Welt schlagen. Wir haben es im Beitrag gesagt, Sie sind derzeit die Nummer 26 in der Weltrangliste. Ist das für Sie, für Hauer bereits das Limit oder kann es noch weitergehen? Im Moment sieht es für mich sehr gut aus. Ich habe in den nächsten Wochen nichts zu verteidigen. Also das Limit, glaube ich, habe ich noch nicht erreicht. Ich müsste mit den Erfolgen in Hamburg auch wieder ein, zwei Plätze gut gemacht haben. Und Limits will ich mir auch keine mehr setzen. Meine einzigen Ziele sind, mich spielerisch zu verbessern, im sportlichen Bereich zu wachsen. Und wenn mir das gelingt, dann kommt das Ranking von alleine. Und ich glaube, dann gibt es auch keine Limits. Sie gelten als Sandplatz-Spezialist. Gibt es Chancen, über den Sand hinaus auf anderen Belägen zu realisieren? Ist das ein Ziel? Es ist natürlich ein Ziel, denn je weiter man nach vorne kommt in der Weltrangliste, umso wichtiger ist es, auf anderen Belägen auch gut zu spielen. Und nur muss ich dann wirklich sehr, sehr hart arbeiten an meinen Schwächen. Und meine Schwächen sind im Moment noch der Aufschlag und der Wolle. Und das ist natürlich kein Geheimnis, dass auf diesen schnellen Belägen oder auch auf den Hallenböden diese Schläge am wichtigsten sind. Und da habe ich noch irrsinnige Reserven und muss wirklich noch sehr hart daran arbeiten. Aber ich glaube, dass ich auch das schaffen kann. Was ist in Rom jetzt drin, bei dem Turnier, das am Montag beginnt? Ja, in Rom, das hängt natürlich auch von der Auslosung ab. Ich bin nicht gesetzt. Praktisch könnte ich gegen jeden spielen, gegen Sampras, wen auch immer, oder auch Thomas Muster. Und natürlich, solche Riesen in der ersten Runde sind sehr schwer. Ich hoffe, dass ich in der ersten Runde eine gute Auslosung habe, dass ich mich praktisch ein bisschen einschlagen kann. Und dann bin ich überzeugt davon, dass ich auch hier sehr gut spielen kann. Ausgelost wird morgen Mittag, haben Sie mir erzählt, dann wird man mehr wissen. Eine Frage zum Schluss. In Österreich wächst Ihre Fangemeinde sozusagen von Stunde zu Stunde. Wann sieht man Sie in Österreich einmal wieder spielen? Man sieht mich in St. Pölten. Das ist die Woche vor Wimbledon, das ATP-Turnier. Und dort werde ich dann mein erstes Antreten in Österreich wieder haben. Ich bedanke mich sehr, Sheba Schaller, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind. Noch einmal Gratulation und viel Erfolg für die Zukunft und einen schönen Abend nach Hause. Danke sehr. Und bei uns gibt es jetzt einige Kurzberichte über weitere aktuelle Sportergebnisse des heutigen Tages. Goran Ivanišević ist der Finalgegner von Andrei Medvedev in Hamburg. Ivanišević besiegt den spanischen Sandplatz-Spezialisten Sergi Bruguera ebenso in drei Sätzen wie Medvedev den Weltranglistenzweiten Pete Sampras. In der deutschen Bundesliga bleibt Werder Bremen durch einen 4:1-Sieg beim VfB Stuttgart vorne. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dortmund beträgt aber weiterhin nur einen Punkt, denn auch die Dortmunder gewinnen, und zwar 3:1 gegen Bochum. Andreas Herzog bereitet ein Tor vor, hier das 3:0 durch Bernd Hopsch. Die erste Etappe beim Giro d'Italia von Perugia nach Terni gewinnt der 28-jährige Italiener Mario Cipollini. Georg Totschnig, der österreichische Profi im Polti-Team, kommt mit dem Hauptfeld ins Ziel und wird 58.
In Österreich werden die Völkermarkter Radsporttage von einem schweren Sturz von Ex-Profi Alois Pfleger überschattet. Die erste Auskunft aus dem Unfallkrankenhaus Graz: Pfleger hat eine schwere Kopfverletzung, schwebt aber zum Glück nicht in Lebensgefahr. So, das war's wieder für heute bei Sport am Samstag. Ich bedanke mich zunächst bei Ihnen hier, die Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und Dankeschön, und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Nicht vergessen, unser Gewinnspiel, bei dem es zwei Karten für das Champions League Finale zu holen gibt. Verlosung in dieser Sendung am kommenden Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend und ein angenehmes Wochenende. Auf Wiedersehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann einmal so eng war. Der Fußball ist in Österreich besser geworden. Das ist richtig, sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall drei Spitzenteams. Nicht nur meine Frau, ich bin auch, glaube ich, ein bisschen ich selbst. Ich werde so natürlich bleiben, trotz sein Erfolg. Er soll seine ruhige Art behalten und soll durch Leistung zeigen, dass er Nummer zwei ist. Ich würde sagen, ein Beifall von euch heute. Sie sehen, Herr Kort, dass ein nettes Klima in Salzburg ist, zum Unterschied von Wien. Ja, liegt auch näher nach München, ja. Diese Sendung widmet er Ihnen Zipfer.